So stand ich also da, ohne Job und ohne Perspektive. Und weißt du was, mein kleiner Prinz? Es war mir ziemlich egal. Deine Mama wollte mir unbedingt etwas offenbaren, sagte sie heute am Telefon. Und so trafen wir uns auf dem Dach der Neuköllner Arkaden und dann zückte sie einen sonderbaren braunen Briefumschlag. Was ist das denn? Ich wollte mit dir darüber heute reden. Was konnte das sein? Vielleicht das Exposé für eine Wohnung? Wir wollten ja zusammenziehen. Oder ein neues Jobangebot? In wenigen Sekunden sollte sich mir eine Neuigkeit offenbaren, die mein Leben von Grund auf verändern würde. Doch dann kam alles anders. Entschuldigung. Ja? Ja, Bubu. Ich kann jetzt nicht, Mann. Ich rufe nachher an, ja? Ciao. Nervensäge. Bubu, Alter, ich kann... Bruder, dein Vater ist draußen! Was? Baba? Ja, mein Vater war wieder draußen. Doch was bedeutet das, fragst du dich bestimmt. Und was hat Onkel Bubu damit zu tun? Okay, gehen wir nochmal zurück. Die Geschichte begann 2 Stunden vorher in meiner Küche. Deine Mama wurde für ihr neues Buch für den begehrten Grimme-Preis nominiert und war deshalb im Fernsehen zu sehen. Arbeit. Finden Sie denn tatsächlich, dass das ein adäquates Thema für Kinder ist? Ja, Erwachsene tun sich damit immer schwer, Themen wie Krieg, Krankheit oder in dem Fall Kinderarbeit für ein Kind zugänglich zu machen. Man denkt immer, es darf nicht sein, soll nicht sein, kann nicht sein. Ich finde, das ist Realität und man sollte diese Realität auch kindgerecht zusammenfassen und sie ihnen zugänglich machen. Was ist der Motor, der Sie antreibt? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht ums Geld verdienen geht. Sie kommen aus Stamm aus einer wohlhabenden marokkanischen Familie. Was ist das, was Sie antreibt für diese Arbeit? Wenn man mit Kindern arbeitet oder etwas für Kinder tut, darf es sich nie um Geld handeln. Es darf sich nie um Geld drehen. Sie gelten ja als Kopf der Anti-No-Muschi-Proteste und die Rechtsanwälte des italienischen Modelabels, die ermitteln gegen Sie wegen Hausfriedensbruch und Verleumdung. Große Vorwürfe. Können Sie trotzdem noch ruhig schlafen? Ja, ich kann wunderbar schlafen. Sollen Sie ruhig vor Gericht gehen? Ich finde, Sie sollten Ihr Geld besser investieren und zwar in bessere Arbeitsbedingungen. Und vor allen Dingen sollten Sie sich darum kümmern, dass die Kinderarbeit aufhört. Sie haben ja selbst ein Kind. Ein Kind von dem berühmten Gangster-Rapper Kool Yavaş. Wie findet denn er Ihre Bücher? Nein, dabei ist in einem Alter, wo er nicht mehr so gerne liest, er interessiert sich mehr für Musik und Rap. Wahrscheinlich schlägt er da mehr nach seinem Vater. Das passt ja ganz gut. Sie haben ja einen Freund, ein berühmter Gitarrist, Elias Love, auch bekannt aus Castingshows. Das ist nicht mein Freund, das ist Tivoli. Das ist mein Agent, Monsieur Tivoli. Elias ist auf Konzertreise. Sorry. Alicia Le Bon, vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns. Vielleicht mögen Sie noch einen Moment hierbleiben. Der nächste Gast ist nämlich der ebenfalls berühmte Gangster-Rapper Bullshitto. Gefallen tun und die Kammerchucks umtauschen, im Jabba sind die zu klein. Ich komme da nicht mehr hin. Was ist passiert? Ach nichts, ich momentan ist alles zu viel. Die GEZ schickt mir Mahnungen über Mahnungen, meine Krankenversicherung, die zahlt mir meine Dialysegeräte nicht. Warte, bleib. Hallo? Hey Tivoli, hi! Nein, wirklich! Wie krass! Ciao. Ich hab den Preis. Hey, herzlichen Glückwunsch. Was ist das? Das ist unser Bandlogo. Ein Notenschlüssel und ein Herzchen. Wie romantisch.
Wollen wir nicht mal zusammen auf den Flohmarkt gehen? Am Samstag. Nee, am Samstag habe ich ein Casting. Okay, wollen wir abends essen gehen? Abends muss ich ins Studio. Studio, okay. Und du hast mir versprochen, für mich zu singen. Wann machst du das? Wann singst du für mich? Ach, Mann, Alicia. Es geht momentan so drunter und drüber. Mein Vater, meine Krankheit. Ey, die bestimmt so mein Leben. Was ist das denn? Ich wollte mit dir darüber heute reden. Entschuldigung. Ja? Ja, Bubu. Ich kann jetzt nicht, Mann. Ich rufe nachher an, ja? Ciao. Nervensäge. Bubu, Alter, ich kann... Wie? Baba? Wo? Ah, ja, ich weiß wo. Ich weiß. Danke. Ich muss unbedingt los. Hey, was ist los? Das erzähle ich dir. Was ist? Erzähl ich dir später. Was ist los? Hey, Ali. Ich konnte nicht wissen, dass das letzte Mal sein sollte, dass wir uns trafen. Auch dein Onkel Bubu hatte seine Gelegenheit verpasst für eine Offenbarung. Mann. Deine Bestellung. Korrekte Sache, ja. Bruder, was ist das ja? Ein Herz. Bruder, das sollte doch nicht so ein Herz sein, ja? Bruder, das sollte so ein Herz sein. I love Berlin, I love Dings. I love deinen Vater, ja. Bruder, welcher Tourist soll sich dieses Herz kaufen? Ist das hier ein OP-Saal oder was? Bruder, wenn du das Richtige willst, dann sollst du nicht hier ankreuzen, sondern hier. Lies dir das doch mal durch. Und was soll das eigentlich? Osman, geh dahin, Osman, geh hierhin. Denkst du, das ist Pascha oder so? Bin ich dein Knecht? Bubu. Hm. Hast du vielleicht ein Problem? Du weißt, du kannst mit mir reden. Du willst eine Offenbarung? Du bekommst eine Offenbarung. Guten Tag, ich habe die Briefe. Hallo. Hallo. Ich habe Ali Vater gesehen auf der Straße. Wen hast du gesehen? Ali Vater auf der Straße. Alis Vater? Ja. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Alias? Ja? Ja, ich bin's, Bubu. Ich kann jetzt nicht, Mann. Ich rufe nachher an, ja? Ciao. Nervensäge. Bubu, Alter, ich kann... Vater ist draußen. Was? Baba? Ja, ja, mein Nachbar hat ihn gesehen. Echt? Ja, ich weiß wo. Ich weiß. Danke. Danke dir. Bubu, wo ist meine Offenbarung? Ach... Bruder, ich kann seit 2 Tagen nicht schlafen, ja. Ich hab hier so Tinnitus im Ohr, das macht immer so... Was ich dir damit sagen will, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Mitteilung und einer Offenbarung. Man kann jederzeit jemandem etwas mitteilen, aber eine Offenbarung wirst du nur erhalten, wenn du offen dafür bist, wenn du bereit bist. Ich war's nicht. Noch lange nicht.